Lasst euch nicht stören. Wir hatten ja schon länger kein Konzert mehr auf Königsboden. Habt ihr irgendwelche besonderen Wünsche? Ja, habt ihr nicht was von Personal War drauf? Na klar, nur leider nicht vom neuesten Album. Ah, wie wär's denn mal mit dem Wiener Walzer? Das habt ihr doch bestimmt im Repertoire. Okay. Darf ich bitten? Ich und Walzer nie im Leben. Komm, das schaffst du schon. Doch, das kriegst du auch. Ja, dann frag mal meinen Tanzpartner. Ich weiß nicht, ob der inzwischen wieder laufen kann. Gehört das jetzt auch zum Privatunterricht? Ja. Ich übernehme mal. Schau einfach zu. Ist nicht so schwer, wie es aussieht. Also das hätte ich auch noch gekonnt. Na, dann kannst du ja gleich wieder übernehmen. Nee. Danke. Ja, weil wer Vaters Tänzer immer so gefragt. Ich weiß. Ach, Ansgar. Wir haben Damenball. Stellst du dich zur Verfügung? Ich fürchte, für solche Vergnügungen fehlt mir die Zeit. Vater, ich würde gerne was Geschäftliches mit dir besprechen. Das hat ja wohl Zeit bis morgen früh, oder? Es geht nochmal um den geplanten Bau dieses Kongresszentrums. Ansgar, mein Entschluss hat sich nicht geändert, also bitte. Nee, ich weiß, du wolltest nicht, dass wir alleine einsteigen. Also, ich habe einen Investor gefunden. Ach, tatsächlich? So kurzfristig? Es war nicht ganz leicht und ich musste einige Hebel in Bewegung setzen. Aber er ist bereit, mit der nötigen Summe einzusteigen. Ja, wer ist es denn? Kenne ich ihn vielleicht? Wohl kaum. Ein Geschäftspartner der Lahnstein Bank aus Singapur. Höchste Bonität natürlich. Ich denke, damit sind deine Bedingungen erfüllt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Schöne Leistung, Ansgar. Danke. Ich wollte der Lahnstein Holding unbedingt eine Beteiligung an dem Projekt sichern. Ein Grund weiter zu feiern. Dein Bruder zeigt gerade mal wieder sein Können am Klavier. Ich wollte eigentlich ein paar Details mit dir gleich besprechen. Aber das muss ja wirklich nicht heute Abend sein, oder? Genau. Sei kein Spielverderber. Komm. Ich fürchte, die Geschäfte laufen nicht von allein. Man muss auch mal ausatmen können, Ansgar. Wozu arbeitet man, wenn man den Erfolg nicht richtig genießen kann? Wie wär's denn mal mit dem Tango? Ja, warum nicht? Zurück in die Staaten. Ohne dich wird das hier total langweilig. Du hast Hausarrest bis auf weiteres. Aber wo ich glaube, ich werde auch langsam mal nach oben gehen. Was haltet ihr davon, wenn wir auf meinem Zimmer weiterfeiern und ich euch was von meinen Sachen vorstelle? Ja, meinetwegen. Aber bitte keine zu heftigen Trommelfell, ja? Dann los, kommt ihr mit? Nein, mein Bedarf ist gedeckt. Und was mit dir, Cecil? Ja, geh ruhig, ich habe sowieso noch ein paar Telefonate zu erledigen. Ich eigentlich auch. Ihr verpasst was.